Hoaxilla, der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 246. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax-Mistress Alexa. Ja, halli, hallo ihr da draußen. Ich freue mich, dass wir wieder eine Folge aufnehmen. Und bin natürlich besonders froh, dass bei mir wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster ist. Und diese Folge ist pickepacke voll, bis unters Dach voll mit Inhalt und hätte eigentlich schon Sonntag erscheinen sollen. Was ist geschehen? Alexas Bronchitis, von der ja schon wir in der letzten Folge gesprochen haben, ist dann irgendwann ein Stück weit weggegangen. Ja. Aber es hat sich ein nicht näher spezifischer Infekt der oberen Atemwege wieder da drauf gesetzt. Also, dass du am Sonntag am Husten warst. Es ist so schrecklich, ja, eigentlich so Dauerhusten irgendwie seit 4 Wochen. Mal mehr, mal weniger. Also das waren jetzt dann irgendwie innerhalb von 4,5 Wochen 3 Infekte. So. Ja. Und jetzt habe ich die Nase voll. Im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt sind wir mal hoffentlich damit durch, ja. Endlich mal. Und was wir vorab jetzt noch mal ganz kurz ankündigen müssen, weil das ist einfach, das machen wir jetzt mal vorneweg, ist, dass wir zu unserem 10. Geburtstag jetzt ein Live-Event haben werden. Und zwar nicht am Datum des 10. Geburtstages, das wäre am 18. Mai, sondern wir werden im Rahmen des Podcamps 2020 in Essen am 26.09. ist das ist ein Samstag im September, in Essen im Unperfekthaus zunächst eine Live-Show machen und dann werden wir mit euch gemeinsam in einem Hörertreffen feiern. Und da werden nicht nur wir sein, sondern es werden viele, viele, viele bekannte Podcaster aus Deutschland, bekannte und beliebte Podcaster aus Deutschland mit dabei sein, mit denen auch wir kooperiert haben in der Vergangenheit. Und die zu Freunden und Wegbegleitern geworden sind. Genau, das wird, glaube ich, eine Riesensause. Und vielen Dank an der Stelle an die Organisatoren des Podcamps in Essen, dass wir das da sozusagen unter deren Dach machen können. Das Podcamp selber, für alle, die am Podcasting interessiert sind, ist ein Barcamp. Da geht es rund um das Thema Podcasting. Alexa, da machen wir sicherlich auch den einen oder anderen Workshop selber nochmal als Workshopleiter. Das ist Samstag und Sonntag. Da könnt ihr mal auf die Seite des Podcamps gehen, das haben wir verlinkt. Könnt ihr euch überlegen, ob ihr das euch anschauen wollt, diese Veranstaltung. Die ist ein bisschen kostenspieliger, sage ich mal, weil es eben ein ganzes Wochenende ist mit Workshops und ganz vielen Dingen. Das Event zum 10-jährigen Geburtstag ist so, dass das Unperfekthaus in Essen, wer das nicht kennt, 7,90 Euro Eintritt kostet. Das heißt, wenn man das Haus betritt, bezahlt man 7,90 Euro Eintritt und kann dann überall sich in dem Haus aufhalten. Und es gibt für diese 7,90 Euro auch so viel alkoholfreie Getränke, wie man haben möchte. Das heißt, unser Event selber wird gar keinen Eintritt haben, sondern es ist eben der Eintritt, um in das Gebäude hineinzubekommen. Das klingt ein bisschen komisch, wenn man da mal war am Unperfekthaus, dann kommt einem das nicht mehr so komisch vor. Und das war einfach für uns ganz charmant, weil wir da die Möglichkeit hatten, in Kooperation mit dem Podcamp das für einen Preis anzubieten, der, glaube ich, ganz okay ist. Und wir wissen jetzt. Auch so geografisch ist es einfach super praktisch in Essen, weil es war ja immer die Frage, machen wir das jetzt in Hamburg, machen wir das in Münster? Und irgendwie, du findest sowieso nie den perfekten Ort, damit alle, die vielleicht hinkommen möchten, es auch schaffen. Aber ich glaube, Essen ist noch so relativ okay für gut die meisten erreichen. Ja, und das ist natürlich haben wir jetzt auch schon Zuschriften bekommen, die gesagt haben, da hat meine Mama Geburtstag oder ja. Wieso denn in Essen? Ihr seid doch aus Hamburg. Und das ist natürlich ganz schwierig, wenn man gesagt, wir machen es möglichst in der Mitte von Deutschland. Das hat uns gut gefallen. Und es ist September. Wir haben auf unserer Homepage einen Beitrag dazu und ihr könnt darunter gerne kommentieren und ihr könnt untereinander auch aufrufen, vielleicht Fahrgemeinschaften zu bilden oder wenn jemand sagt, Mensch, ich habe ja eh noch eine Couch rumstehen im Ruhrgebiet, wenn einer sich ein Hotel nicht leisten kann, der kann auch bei mir pennen. Nutzt unsere Homepage, hoaxilla.com, kommentiert da unten drunter. Es sind noch einige Monate hin bis September, um einiges zu organisieren und vielleicht gibt es ja auch ein paar Leute hier aus dem Norden, die sagen, wir fahren runter, gründet Fahrgemeinschaften, sprecht euch ab. Wir würden uns freuen,
wenn das eine schöne, volle Veranstaltung ist und dass wir dann mit euch dort feiern können, das würde uns sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und wir werden das jetzt immer wieder mal erwähnen. Und wie gesagt, das ist jetzt sozusagen der oberste Beitrag auf unserer Homepage. Da findet ihr dann die Informationen. Und wenn wir mehr Informationen demnächst haben oder das noch spezifischer wird, dann werden wir das da auch posten. Das muss man jetzt mal einmal vorab sagen, damit das jetzt auch alle mitbekommen haben. Wir haben ein Wunschthema, was wir heute aufbereiten, und wir waren in der vergangenen Woche noch unterwegs auf einem Event und haben auch noch was zu verlosen. Auch das werden wir noch hier ausführlich dann in der Sendung besprechen. Das passt eigentlich auch alles ganz gut zusammen zum Hauptthema. Ich finde schon. Mhm. Und also ihr merkt schon, wir haben einiges vor heute hier in der Sendung. Gibt auch noch einen Interviewgast und so weiter und so weiter. Ein Wahnsinn. Genau. Aber jetzt machen wir, glaube ich, erstmal in der gewohnten Sendungsstruktur weiter und ihr bleibt einfach dran und hart der Dinge, die da kommen mögen. Die Story der Woche. Die heutige Story hat die Überschrift Ohnmächtig durchs Haare frisieren. Und die Fakten oder auch Nicht-Fakten, je nachdem, das müsst ihr selber rausfinden oder hört es am Ende der Sendung, dahinter haben mich persönlich auch überrascht. Die Geschichte dreht sich um eine junge Frau, die ihrer kleinen Schwester die Haare frisiert. Also sie bearbeitet sozusagen die Locken, vermutlich mit einem Lockenstab oder einem Glätteisen oder wie auch immer, macht die Haare irgendwie lockig. Und auf einmal sind bei diesem Kind merkwürdige Symptome festzustellen. Die wird total blass, die Kleine, kriegt blaue Lippen und wird auch katatonisch, ist also nicht ansprechbar, die Hände zittern und dann hört natürlich die junge Frau auf, ihrer kleinen Schwester die Haare zu frisieren, und sie gehen ins Bad und sind irgendwie total geschockt, und die Kleine ist halt kurz davor, irgendwie richtig ohnmächtig zu werden. Einige Zeit später geht es ihr besser, und sie erinnert sich daran, dass sie zwar die Stimmen gehört hat um sie herum, aber nichts gesehen hat. Und sie ist noch so ein bisschen groggy, aber es geht ihr eigentlich ganz gut. Die fahren natürlich dann ins Krankenhaus und lassen das Kind durchchecken. Und es stellt sich raus, dass das kleine Mädchen unter einem Ohnmachtsanfall litt, der tatsächlich durchs Haare frisieren und herummanipulieren an der Kopfhaut ausgelöst worden ist. What? Und das ist ein Syndrom, das nennt sich im Englischen Hair Grooming Syncope, also Synkope für Ohnmacht. Und ist tatsächlich bekannt unter Kinderärzten, tritt bei vorwiegend Mädchen im Alter zwischen 5 und 16 auf und ist wirklich ein medizinisch bekanntes Phänomen und kann halt unter Umständen bei manchen Mädchen in dem Alter vorkommen. Wenn es stimmt, was ich erzählt habe. Klingt ein bisschen sehr abstrus, ne? Ohnmächtig durch Haare frisieren. Völlig verrückt. Und wir klären natürlich am Ende der Sendung dann mal auf, ob Alexa euch einen Bären aufgebunden hat oder nicht. Thema der Woche. Uns ist zweimal das Thema Königsberg-Sanatorium und Geschichten rund um das Königsberg-Sanatorium angetragen worden. Mhm. Und diejenigen unter euch, die in den letzten Monaten die ganzen Huxilla-Folgen gebinged haben, und da gibt es ein paar von, die uns das mitgeteilt haben, also Hut ab für über 200 Folgen in kurzer Zeit hören, erinnern sich vielleicht an unsere Folge 63, die mal gerade eben aus dem Oktober von 2011 gewesen ist. Wahnsinn. Da haben wir nämlich über das Waverly Hills Sanatorium gesprochen. Und es gibt so einige Überschneidungen zwischen dem Königsberg Sanatorium in Niedersachsen gelegen, bei der Gelegenheit schon mal vorab gesagt, und dem Waverly Hills Sanatorium. Und trotzdem haben wir gedacht, das ist eigentlich ganz gut, nochmal eine Folge auch über das Königsberg Sanatorium zu machen, weil wir auch hier nochmal so die Mechanismen, sage ich das richtig, Alexa, von so Legendenbildung oder Sagenbildung, Mythenbildung. Ja, und auch die Lust am sich gruseln und die Art und Weise, wie wir halt mit
ja auch in der Gesellschaft halt mit dem Thema Krankheit oder auch ja Krankheit eigentlich und Tod vor allen Dingen umgehen. Denn es ist ja wirklich so, auch gerade wenn es um Spukerscheinungen geht, und eigentlich geht es bei beiden Orten irgendwie auch um Spukerscheinungen in nicht unerheblichem Maße, dann kommt es eigentlich immer eher darauf an, wie gehen wir mit dem Tod, mit dem Verlust von lieben Menschen um, und nicht so sehr, auch wenn natürlich viele Ghost Hunter das behaupten, mit der Erforschung solcher Phänomene. Es ist eigentlich eher so eine Sache der Lebenden und nicht so sehr eine Sache der Toten. Im Wesentlichen, die Seite werden wir auch verlinken, beziehen wir uns hier auch sehr, sehr ausgiebig auf die Seite königsberg-sanatorium.de. Eine super gut recherchierte Seite, die wir euch dann auch nur empfehlen können, um noch tiefer euch einzulesen, weil die Geschichte dieses Gebäudes oder dieser Einrichtung tatsächlich sehr, sehr interessant ist. Und wir können uns aber hier natürlich sehr schön der Fakten, die jemand anders für uns recherchiert hat, bedienen. Im Grunde genommen ist die erste Gemeinsamkeit zwischen dem Königsberger Sanatorium und dem Waverly Hills Sanatorium die Tatsache, dass es sich bei beiden Einrichtungen zumindest zu einem gewissen Zeitpunkt um Genesungseinrichtungen für Tuberkuloseerkrankte gehandelt hat. Ja, und zwar in einer Zeit, die natürlich geprägt ist von einer gewissen Hilflosigkeit auch im Umgang mit dieser schweren Erkrankung. Denn zur Hochzeit der Tuberkuloseausbrüche hatte man therapeutisch dem nicht allzu viel entgegenzusetzen. Und dann, indem die medizinischen Möglichkeiten zahlreicher wurden und es überhaupt Behandlungsmöglichkeiten gab, die entstanden, ist es dann sozusagen auch ein Niedergang von solchen Einrichtungen als Lungenheilanstalten zu verzeichnen. Ja. Das ist sowohl bei Waverly Hills als auch beim Königsberg-Sanatorium der Fall. Und also man merkt auch schon bei beiden Einrichtungen, dass die geprägt sind von einem längeren Aufenthalt der Erkrankten dort. Denn beide Sanatorien hatten durchaus umfangreiche Möglichkeiten, auch längeren oder längerfristigen Patienten eine gewisse Unterhaltung zu bieten. Also da gab es durchaus Möglichkeiten, ja, so etwas wie die Zeit dort zu gestalten, also mit Vorführungen, mit Erholungsmöglichkeiten, mit Dingen, die man da halt irgendwie unternehmen konnte, sodass dann eben der Aufenthalt für die Erkrankten möglichst angenehm gestaltet werden konnte. Und was beim Königsberg-Sanatorium auch noch sehr, sehr spannend ist in seiner Frühzeit, ist, dass es die erste Einrichtung war, die von der Landesversicherungsanstalt oder von einer Landesversicherungsanstalt, nämlich in dem Fall Hannover, betrieben wurde. Also es gab vorher ähnliche Einrichtungen, die dann aber andere Träger hatten, private Träger oder weiß ich nicht, kirchliche Träger oder wie auch immer. Aber dass das sozusagen staatlich organisiert war, die Betreuung und Behandlung von Patienten, das war eben relativ neu und sehr innovativ. Und also so auf der Höhe der Zeit war das eben eine durchaus ja luxuriöse, moderne und gut ausgestattete Einrichtung. Die Geschichte des Königsberg-Sanatoriums beginnt sehr früh im Grunde genommen, also auch da sehr schön auf der Seite, das aufgeschlüsselte, das Gebäude selber, das erste Gebäude auf dem Gelände, so muss man ja sagen, es ist ja dann erweitert worden, ist im Jahr 1891, 92 gebaut worden. So lange existiert also dort etwas auf dem Gebiet. Und dann später ist eben 1895 die Landesversicherungsanstalt Hannover hingegangen, hat das Grundstück und auch das Gebäude gekauft und hat dann sukzessive über die nächsten Jahre das Königsberger Sanatorium aufgebaut als Genesungswerk. Tuberkulose, vielleicht ganz kurz so als Exkurs nochmal, gehört tatsächlich zu einer bis heute die einer tödlichsten Infektionskrankheiten weltweit, das muss man etwa sagen. Rund 10 Millionen Menschen pro Jahr erkranken immer noch an der Tuberkulose. Die Zahlen haben, als ich es mir angeguckt habe, mich selber auch, ich will nicht sagen erschrocken, aber überrascht, dass es immer noch so viele Tuberkulose-Erkrankte gab.
Und 2015 habe ich hier eine Statistik, bin jetzt hier gerade in der Wikipedia, das kann man bestimmt bei der WHO dann nochmal gesondert nachlesen, aber für 2015 werden 1,4 Millionen tote Menschen angegeben, die an Tuberkulose auch heute noch sterben. Das perfide ist, dass es eine bakterielle Infektionskrankheit ist und es gibt Menschen, die sind dann eben durch den Auswurf, es ist eine Lungenerkrankung, durch den Auswurf ansteckend, also da ist dann eben diese Erreger sind dann im Auswurf drin. Tröpfcheninfektion ist da das Stichwort und man kann das natürlich mit Antibiotika behandeln, aber wir können uns natürlich vorstellen, dass es Regionen auf der Welt gibt, wo eben Antituberkulose Antibiotika unter Umständen zu teuer sind oder nicht verfügbar sind und das erklärt dann natürlich diese Todesraten. Bei uns in den sagen wir mal westlichen Industrienationen ist das Thema nicht mehr ganz so groß. Hier merkt man natürlich auch im Übergang von den Beginn des 20. Jahrhunderts bis heute, dass natürlich durch Ernährung und andere Dinge wir, sagen wir mal, immuntechnisch deutlich stabiler sind. Tuberkulose ist im Grunde genommen nur für diejenigen Menschen erstmal auch problematisch, die man sagt, so immuninkompetent sind, das heißt, wo das Immunsystem geschwächt ist, wo andere Vorerkrankungen vorliegen. Da ist es dann wirklich auch problematisch, an Tuberkulose erkrankt zu sein. Sagen wir mal, ein junger, gesunder Mensch kann eine Tuberkuloseerkrankung ganz gut verkraften, insbesondere natürlich dann, wenn die entsprechenden Antibiotika vorhanden sind, dann ist das nicht so ein Problem. Das war eben zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht ganz so. Wir haben beim Waverly Hills Sanatorium seinerzeit auch darüber berichtet, dass so eine Therapieform, bevor man das so alles strukturiert gemacht hat, ja ein Pneumothorax war. Das heißt, man hat künstlich einen befallenen Lungenflügel, den man als von Tuberkulose befallen identifiziert hat, ja kollabiert, ja, diesen Unterdruck stillgelegt, oder stillgelegt, genau, also reingestochen und dann kollabiert so ein Lungenflügel und man hat dann nur noch einen Lungenflügel zum Arbeiten, man hat sich davon erhofft, dass das einen therapeutischen Effekt hat. Das hat natürlich dann auch wieder andere Infektionsprobleme nach sich gezogen, das ist ja das, was du sagst, ist mit hilflos, was die Erkrankung angeht. Da sind wir heute natürlich ein ganzes Stück weit besser aufgestellt und für all diejenigen, die sagen, früher war alles besser, Naturmedizin, haben wir hier so ein klassisches Beispiel dafür, wie auch natürlich Pharmakotherapie vor solchen Krankheiten nicht nur schützen, sondern solche Krankheiten auch sehr effizient heilen kann. Umgekehrt muss man natürlich sagen, Antibiotika, multiresistente Keime, auch das ist ja ein Thema, das ist alles nicht mehr so ganz so einfach. Also wir kommen ja langsam dahin, dass Antibiotika auch nicht mehr gegen alles helfen. Aber das mal nur so als Exkursion zur Tuberkulose. Wir werden hier auch den Wikipedia-Artikel nochmal verlinken. Das ist eigentlich sehr, sehr interessant, weil ähnlich wie damals, als wir über die Pest die Episode bei Huxley gemacht haben, man redet immer über solche Erkrankungen, die sind aber weit weg von einem selber. Und wenn man dann auch kein Arzt ist, sagt man Tuberkulose, ja irgendwas mit Lunge. Aber wenn man dann hier mal Zahlen recherchiert. Oder wenn man in die Literatur guckt, die berühmte Schwindsucht. Ja, genau. Das sind die alten Begriffe, Schwindsucht, es gab dann auch noch die Motten als Begriff oder auch die weiße Pest und den weißen Tod. Die Begriffe waren dann inzwischen natürlich komplett veraltet, aber ja, also das war die Schwindsucht. Ja, die Zahlen lassen einen dann doch besorgt zurück. Wobei man natürlich sagen muss, der Begriff Schwindsucht war so ein allgemeiner Begriff, weil natürlich auch Menschen, die unter Umständen früher an Krebserkrankungen erkrankt sind, da ist der Körper dann geschwunden und man hatte gar nicht die diagnostischen Mittel, um das alles festzustellen. Also ich glaube nicht jeder, der früher so gemeinhin an der Schwindsucht gestorben ist, hatte wirklich Tuberkulose. Ja, schwer zu sagen, wobei das schon sich so auf so eine Vielzahl von Symptomen bezog, auch das Husten. Das immer blasser werden, das ausgezehrt sein. Ja, gut, das hast du natürlich auch zum Teil bei unbehandelten Krebserkrankungen. Lungenkrebs zum Beispiel. Ja, unter Umständen schon. Aber man, lassen Sie sich drüber schreien. Also ja. Ist, okay. Man kann einfach sagen, jetzt habe ich auch gerade gepfiffen beim Einatmen. Also vielleicht, wenn ihr das wirklich mit einem guten Kopfhörer hört oder wie auch immer, hört ihr mich vielleicht ein bisschen pfeifen. Das ist ein bisschen spooky ausgerechnet bei dieser Folge, oder? Die Reste deiner Bronchitis, die sich da noch ein bisschen wehrt. Genau, also das nochmal so als Exkursion zur Tuberkulose. Und deshalb natürlich war es dann, weil man das offensichtlich schon realisiert hatte, ich habe gerade schon gesagt, immuninkompetente Menschen, waren diese Genesungsheime durchaus relevant, weil man natürlich dort Menschen
vernünftige Ernährung zuführen konnte. In Königsberg war es zum Beispiel so, dass man sogar eigene Kühe gehalten hat, damit also Milch vorhanden war. Es gab sozusagen so eine kleine Landwirtschaft auf dem Gelände. Der Begriff, was war das nochmal? Immun? Inkompetent. Aha. Kannst du gerade mal kurz erzählen, was es damit auf sich hat? Ich habe es vorhin schon einmal ganz kurz angedeutet. Ja. Also ein junger, gesunder Mensch, der ein gesundes Immunsystem hat, ist nicht immuninkompetent. Wenn du eine Vorerkrankung hattest oder auch ältere Menschen, wo das Immunsystem gerade nicht so gut funktioniert oder wie bei dir, wo eine Bronchitis vorgelegen hat und dann hat sich ein Magen-Darm-Infekt draufgesetzt und jetzt hat sich nochmal ein Erkältungseffekt. Also du bist gerade im Moment in deiner Immunkompetenz auch gerade ein bisschen eingeschränkt noch. Hast mich gerade inkompetent genannt. Genau. Und was man natürlich da gesehen hat, war eben Ruhe, gute Ernährung, in Anführungsstrichen wenig Stress. Ob es das jetzt zu Beginn des 19. Jahrhunderts schon so als Begriff gegeben hat, den Stress sei mal dahingestellt. Aber eben dieser Gedanke. Naja, eigentlich gerade so in der Zeit, frühes 20. Jahrhundert, in der du auch die Lebensreformbewegung hast und sozusagen eine Gegenbewegung zu der ja schon fast als krankhaft angesehenen Zivilisation. Also wenn man sich vor allen Dingen die Lage in den großen Städten wie Berlin anguckt, wo ja wirklich auch die Gesundheitsversorgung und auch überhaupt die öffentliche Gesundheit in einem hundsmiserablen Zustand gewesen ist, da herrscht natürlich schon ein großes Bewusstsein dafür, dass die Errungenschaften der Moderne mit den Menschen nicht unbedingt was Tolles machen, sondern dass die auch wahnsinnig gefährlich sein können. Und insofern frische Luft, Bewegung draußen, mal abschalten, mal raus aus dem Gewirr der großen Städte, das ist absolut ein Thema, definitiv. Also mir geht es jetzt darum, ob das Wort Stress damit schon also das Wort Stress als solches. Ja. Ja also gut, man hätte es vielleicht nicht so bezeichnet, aber die schlechten Auswirkungen der Zivilisation hätte und man und der Industrialisierung. Ja, klar, ne? Also das ist damit natürlich auch gemeint. Genau, ne? Also, ja. Aber klar, dass du es nochmal sagst, also die Flucht aus der Stadt auf das Land, klar, das war genau die Zeit. Und dazu passt dann ja eben auch so eine kleine Landwirtschaft in diesen Genesungsheimen, in der eigenen Küche. Das heißt, die waren ein Stück weit selbstversorgend auch, um eben sicherzustellen, dass da gute Ernährung war, Ruhe war. Und du hast es ja vorhin schon einmal auch angedeutet, so ein Unterhaltungsprogramm war auch mit angedacht. Also ich habe gerade nochmal gesehen, das kam natürlich so in seiner ganz ausformulierten Form erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber war da sicherlich auch schon in der Frühzeit mit angedacht. Interessant fand ich die ja heute würde man sagen Bettenzahl, das ist immer so zwischen 50 und 60 und dann auch nur Männer, so wird es immer wieder erwähnt, in diesem Genesungsheim als Patienten waren, finde ich jetzt eher eine überschaubare Anzahl. Ne? Also man hat ja manchmal so, hätte jetzt so Schlafsäle vor Augen gehabt, aber das war hier nicht der Fall. Und du hast gerade schon gesagt, nach dem Zweiten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg, Entschuldigung, darauf wollte ich hinaus, war es dann natürlich ein Lazarett. Es war nicht durchgängig immer bis in die 70er Jahre hinein. Lungenheilanstalt hatte durchaus mal unter Umständen andere Hintergründe. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg hat es nochmal im Prinzip so eine Hochzeit als Lungenheilanstalt gegeben bis Ende der 60er Jahre. Denn es kam dann tatsächlich die Zeit, in der man eben, wie wir ja angedeutet haben, mit der Tuberkulose anders umgehen konnte und die Zahlen der Patienten, die da zu behandeln waren, zurückgegangen ist. Und insofern musste man sich dann Gedanken darüber machen, was man mit diesem Gebäude dann anstellt. Genau, ich wollte nochmal ganz kurz erwähnen, weil ich das auch so interessant finde, dass unter den Nazis, in dem Fall brauchen wir uns nicht darüber streiten, ob wir jetzt jeden Nazi nennen, sondern es waren die Nazis tatsächlich 1933, haben die Anstalt dann in ein Kurhaus für konstitutionsschwache Jugendliche und kinderreiche Mütter umgewandelt. Das ist doch auch konstitutionsschwach, heißt natürlich für einen Kriegsdienst noch nicht geeignet, die mussten dann auch mal gepäppelt werden, um für den Staat später dann in den Krieg ziehen zu können. So kann man das natürlich dann machen in so einem totalitären Regime. Genau, du hast gesagt, der Umgang mit der Krankheit war ein anderer, es gab verschiedene Umwidmungen und dann war es tatsächlich auch irgendwann so, dass die Anlage Richtung der 70er Jahre dann zunächst mal als Genesungseinrichtung geschlossen wurde. Und dann gab es so die Überlegung, was kann man mit dem Gelände machen? Da gab es dann ein Berufsförderungswerk, was dann umgebaut wurde. Da hat man dann gesagt, prima, da haben wir ein Gebäude. Da hat man also die Leute da umgesiedelt. Das war in den Jahren 72 bis ins Jahr 73 hinein. Und dann gab es nochmal eine Zeit,
wo dieses Gebäude oder dieser Komplex als Heim für behinderte Kinder, und der Begriff ist dann auch schon wieder ein bisschen schwierig, aber so wurde es dann eben genannt, deswegen zitiere ich es jetzt hier so, von 74 bis 84 nochmal genutzt wurde. Es war so angedacht, dass da bis zu 100 Kinder aufgenommen werden sollten und konnten, das ist aber gar nicht erreicht worden. Und es gab dann schon so Situationen, wo dann Bauauflagen nicht eingehalten wurden und auch Auflagen des Landessozialamts dann plötzlich nicht erfüllt wurden. Und so war es dann, dass im September 84 am Ende das Heim eigentlich geschlossen werden sollte. Und interessanterweise hat es dann aber im September 1984 gebrannt. Also relativ kurz, nachdem die Kinder ausgezogen sind aus diesem Heim. Und es gibt deutliche Hinweise darauf, dass es Brandstiftung gewesen ist, obwohl man die Verantwortlichen dafür nicht gefunden hat. Und dann beginnt so eine Zeit von verschiedenen Inhabern, von Wechseln, von Ideen, wie man dieses Gelände nutzen konnte. Es gab dann später, dann viel später die Idee daraus, Ferienwohnung oder einen Ferienpark zu machen. Das ging dann wegen des Bebauungsplans nicht. Da will ich mich jetzt gar nicht großartig aus dem Fenster lehnen. Es gibt ja immer so Bebauungspläne, wie die festgelegt werden. Da müsste man vielleicht mal mit einem Architekten oder so sprechen. Aber das Gelände stand im Prinzip immer leer, wurde nicht vernünftig genutzt. Und im Juni 2009 ist dann auch das Hauptgebäude in wohl einem wirklich sehr, sehr, sehr drastischen Feuer komplett ausgebrannt und musste dann auch aus Sicherheitsgründen im Prinzip abgerissen werden, sodass es quasi bis auf die Grundmauern nicht mehr vorhanden war. Und im Prinzip ist das auch bis heute der Zustand. Also es hat 2017 nochmal ein Feuer gegeben, aber jetzt nicht so verheerend. Ja. Und was ganz spannend ist noch, dass seit 2010, seit Oktober, das Gelände genutzt wird für Rettungshundestaffeln. Da sind THW und Feuerwehren am Werk und üben mit Hunden den Einsatz in Katastrophengebieten. Ist natürlich klar, wenn Hunde in Trümmern nach Verschütteten suchen müssen, das muss irgendwie geübt werden, die müssen trainiert werden. Und das Gelände eignet sich wohl ziemlich gut dafür, weil es tatsächlich teilweise wirklich ein Trümmerfeld ist. Man muss aber jetzt auch noch mal ganz kurz sagen, und das ist ganz, ganz wichtig, das Gelände gehört jetzt dem Land Niedersachsen, und bei allem, was wir hier beschreiben, und es gibt ja auch Menschen, die gerne so zu Lost Places gehen, da kommen wir auch noch mal drauf zurück, dringend abzuraten, das Gelände zu besuchen, weil es ist einsturzgefährdet, es ist gefährlich dort, da hat sich keiner drum gekümmert, und das Betreten ist nicht nur verboten, sondern auf allen Seiten, und jeder, der darüber schreibt, sagt, geht dort bitte nicht hin, und auch dem können wir uns nur anschließen und diesen Hinweis noch geben. Und du hast gerade gesagt, das Gelände ist gut geeignet für solche Übungen, das sind dann aber auch die Profis von THW und Rettungsdiensten, die da diese Übungen durchführen, also nicht, dass da jetzt jemand auf dumme Gedanken kommt, wenn wir darüber reden. Wir haben ja schon ab und zu mal über Orte gesprochen, die natürlich auch attraktiv sind für Ghost Hunter Teams hier in Deutschland, und es ist immer so, und Gruppen, die wirklich auch nur ein bisschen einen Hauch von Verantwortungsbewusstsein haben, wissen das auch, dass man die Erlaubnis des Besitzers einzuholen hat, bevor man loszieht, um irgendwo eine paranormale Untersuchung zu machen. Also das muss man vorher offiziell abklären. Man muss gucken, wen muss ich denn überhaupt fragen? Dann fragt man da, kriegt eine Genehmigung oder auch nicht. Und dann, wenn man eine kriegt, geht man da hin und kann machen irgendwie, was man da machen möchte. In einem gewissen Rahmen, natürlich nicht, was Vandalismus und so weiter angeht. Ich habe das jetzt übrigens ein paar Jahre lang beobachtet in meinem Heimatort, Bad Pyrmont. Da gibt es relativ in der Nähe von meinem Elternhaus im Wald eine leerstehende Klinik. Ich weiß nicht, ich habe bestimmt schon mal in einer anderen Folge, wo es passte, darauf hingewiesen. Und diese Klinik ist, ich meine, es war auch in den 90ern relativ kurzfristig verlassen worden. Also da musste wirklich alles zurückgelassen werden, von Möbeln angefangen über manche Akten und so weiter. Und das der Laden war pleite, genau, und die Leute und man sind ist dann einfach halt, ja, genau. Hm? Und dann jetzt steht das Zeug halt da rum. Das Haus verfällt. Das ist ein Hochhaus, also jetzt nicht besonders hoch, aber es ist schon als Hochhaus zu bezeichnen, am Waldhang. Und
verfällt da so vor sich hin und es ist halt immer wieder in regelmäßigen Abständen so, dass da ein Feuer ausbricht, dass da Fälle von Vandalismus bekannt werden. Also jedes Mal, wenn man da vorbeigeht, sieht man irgendwie was Neues, was kaputt ist. Mal abgesehen davon, dass die Natur so ein bisschen anfängt, sich das Gelände zurückzuerobern. Aber man sieht halt auch, dass Leute scheinbar Spaß dran haben, Büromöbel durch Scheiben zu werfen oder ähnliche Dinge da zu veranstalten. Leute, lasst es bleiben. Also ich glaube zwar nicht, dass unter den Hörern von Huxilla Leute sind, die Spaß an Zerstörung haben, hoffe ich jetzt mal nicht und gehe auch nicht davon aus. Aber wenn ihr von weiß ich nicht, Freunden, Bekannten, Verwandten wisst, dass die zu sowas neigen, redet denen ins Gewissen. Das nützt keinem was und am Ende wird nur irgendwer verletzt. Muss ja nicht sein, bis einer weint. Ne? Ja, und beim Königsberg-Sanatorium, wir haben auf die Seite ja schon hingewiesen, gibt es ganz, ganz viele Fotos, die Geschichte ist super recherchiert. Also da kann man sich dann auch schon mal ein wenig dort durchklicken. So, jetzt sind wir nämlich schon ein bisschen bei den Sagen, Mythen und Legenden. Wollte ich jetzt genau hin. Genau, ja. Jetzt haben wir also die Rahmendaten, glaube ich, in Ausführlichkeit dargestellt. Und jetzt ist es so, und auch da wieder Waverly Hills oder aber auch natürlich die Klinik, die du gerade aus deiner Heimatstadt beschrieben hast. Irgendwann beginnt es dann, dass solche Orte Geschichten bekommen. Ja, und ich lache mich im Falle dieser Klinik in Bad Pyrmont immer kaputt. Wenn ich diese Geschichten lese, weil ich halt das irgendwie mitbekommen habe, was da früher halt, als die noch betrieben wurde, so los war. Und ich frage mich immer, was haben diese Geschichten mit der tatsächlichen Geschichte dieser Klinik zu tun? Nämlich nix. Mhm. Also das ist teilweise wirklich auch so, dass Motive von einem Ort, über den sie erzählt werden, auch zum nächsten wandern. Also du hast halt so ganz viele Motive, die sich halt durch mehrere Spukortgeschichten hindurchziehen und dann eben weitergetragen werden. Und wenn es nicht beim einen passt, dann passt es vielleicht beim nächsten. Beim Königsberg-Sanatorium scheint der Fokus, wenn man so in aktuelle Mystery-Foren und bei den Ghost Huntern guckt, sehr, sehr stark auf der Zeit zu liegen, in der das Ganze als Kinderheim oder als Heim für behinderte Kinder betrieben wurde. Und das ist ein Unterschied zum Beispiel zum Waverly Hills, wo der Fokus der Spukgeschichten sehr, sehr stark auf der Zeit als Lungenheilanstalt liegt. Also da hast du dann Krankenschwestern, die in der Zeit dort tätig waren, die da unglücklich irgendwie zu Tode gekommen sind und dann dort spuken. Du hast die vielen Toten durch Tuberkulose, die da umgehen sollen und solche Dinge. Und hier wird immer öfter eigentlich berichtet, wenn es um paranormale Phänomene geht, die da angeblich zu finden sind, dass es mehr ein Kinderlachen ist zum Beispiel, was man da hört. Und ganz interessant, da muss man ein bisschen buddeln, bis man den findet. Es gibt einen Foreneintrag, in dem sich der Betreiber dieser Seite, die wir auch verlinken werden, zu Wort meldet. Und sozusagen gerade dabei ist, die Seite einzurichten und dann schreibt, er hätte auch ein Kontaktformular und würde sich eigentlich darüber freuen, mit ganz vielen Leuten in Kontakt zu kommen über dieses Formular. In dem Foreneintrag steht, die Website spricht sich rum, ich bekomme fleißig Post und dann schreibt er weiter, allerdings hatte ich nicht erwartet, dass die meisten Zuschriften ausgerechnet in diese Richtung gehen. Erscheinungen, Klopfgeräusche, Kinderstimmen. Mein Königsberg-Hobby entwickelt sich von ganz alleine zu einem zweiten Blair Witch Project. Und dieser Betreiber der Seite ist auch dann so fleißig gewesen und hat erst in einem Forum und dann in einer besonderen Rubrik auf der Seite diese Geschichten gesammelt und einige eben dort eingestellt, sodass man die sich jetzt noch angucken kann. Und das ist so eine Mischung aus wilden Gerüchten über diese Zeit als Kinderheim und so einer Lust am Gruseln und an Spukgeschichten, die da zu finden ist. Aber der Fokus ist eigentlich ein bisschen stärker, also zumindest in der Auswahl, es ist ja eine Auswahl, die er da getroffen hat, auf dem Thema Gerüchte. Mhm. Vielleicht zum Thema Grusel. Es gibt hier eine Seite, die ich gefunden habe von einem Ghost Hunting Team. Ich will das jetzt vielleicht nicht verlinken zwingend.
obwohl kann man ja, man kann es auch mal sagen, das ist eine Gruppe, die nennt sich Ghost Hunter minus Make. Ich weiß nicht, hattet ihr Kontakt mit denen im Rahmen des Ghost Hunting Buch? Also insofern können wir generell jetzt erstmal über die... Ich glaube, die sind auch relativ neu. Also über zumindest die, nach dem Buch haben die sich, glaube ich, gegründet. Genau, also da kann ich jetzt nichts zu sagen, aber die haben im Mai 2015 offensichtlich eine paranormale Untersuchung durchgeführt und sie berichten, dass sie da also mit einer Hundestaffel, also offensichtlich Leute, die da vor Ort waren und eben genau das, was du geschrieben hast, also Leute, die sich da ausgekannt und auf das Gelände gekommen sind. Und ich will so ganz kurz gar nicht jetzt diese ganz paranormale Untersuchung vorlesen, aber die Einleitung vielleicht ganz kurz mal anreißen. Da steht nämlich, der erste Eindruck des Geländes war vielversprechend und die schaurige Atmosphäre des alten Gebäudes war beeindruckend. Und das ist, glaube ich, etwas, was man immer wieder findet, gerade auch bei den Ghost Hunting Teams, ist so der Mindset, mit dem man in so eine paranormale Untersuchung hineingeht. Das ist ja auch so ein Effekt, den ihr in dem Buch sehr gut beschrieben habt über das Ghost Hunting. Wenn ich erwarte, dass etwas schaurig ist, bin ich erstmal auch viel offener dafür, Ereignisse, die dort stattfinden, als schaurig zu interpretieren. Das ist psychologisch sehr, sehr gut nachzuvollziehen. Und wenn ich natürlich erwarte, dass mir dort Geister begegnen, kann es eher sein, dass ich Dinge, die dort passieren, so interpretiere. Interessanterweise, vielleicht ganz kurz noch, um das abzuschließen, gibt es hier in der Systematik der Ghost Hunter kein Ergebnis in irgendeiner Art und Weise. Und es gibt ein Foto eines Orbs, auch darüber haben wir eine Folge mal gemacht. Oder haben wir daraus eine Huxella TV-Folge gemacht? Ich kriege es langsam auch durcheinander. Ich kriege das langsam nicht mehr hin. Also ein Lichtreflex in der Kamera. Das ist das Einzige, was genannt wird, aber dann auch mit dem Vermerk immerhin, dass das kein Beleg für Geister ist. Das ist eine Huxley-Folge gewesen, Nummer 119. Ich habe nebenbei nochmal parallel geguckt. aus dem Jahr 2013, wenn das interessiert mit den Orbs. Also, Geister hat man nicht gefunden, aber die Atmosphäre war gruselig und es war ein Lost Place. Und das ist, finde ich, ganz spannend, weil man das immer wieder findet. Das auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage, du hast gesagt Erwartungshaltung. Mhm. Wie setzt sich jetzt diese Erwartungshaltung zusammen? Was hat sie für Hintergründe? Das ist ja eigentlich auch nochmal ganz spannend. Du hast zum einen mal schon vorab zumindest die Info, wenn du da hinfährst, dass es ein leerstehendes Haus ist, das eine gewisse Geschichte hat. Damit hast du dich eventuell beschäftigt. Und du kannst diese Atmosphäre unheimlich finden und musst dafür gar nicht mal auf der Schiene, ich bin jetzt ein Ghost Hunter und suche Geister unterwegs sein, sondern das funktioniert auch so. Wenn du mal guckst bei YouTube, da gibt's, wenn du das Sanatorium eingibst, mindestens genauso viele Videos, wenn nicht sogar mehr, die einfach nach dem Motto Lost Places laufen, wo Menschen gar nicht mal mit dem Hintergrund paranormaler Erwartungen oder so dahin fahren, sondern einfach so dahin fahren, um sich ein leerstehendes, verfallenes Haus mit einer gewissen Geschichte anzugucken. Und ich habe ein Video gesehen, da sind zwei junge Frauen und ein Typ unterwegs dorthin und da sagt das Mädel dann, während sie zu Fuß durchs Dunkel auf das Haus zugehen. Ja, und ich habe natürlich auch viele gruselige Geschichten schon darüber gelesen und das macht für mich immer total viel aus. Also ich will da vorher immer diese Geschichten haben und dann spüre ich auch diese Atmosphäre. Das heißt also, dass der andere Pfeiler sind eben die Geschichten über einen Spukort, die du oder über einen unheimlichen Ort, die du vorher gehört, gelesen, gesehen hast und die du dann sozusagen als Gepäck dort mit hinnimmst. Das habe ich auch schon beim Waverly Hills, in der Waverly Hills Folge gesagt. Ich sage es jetzt hier aber trotzdem nochmal. Im Grunde genommen, um es auch nur so ein bisschen objektiver zu machen, dürften Ghost Hunter, wenn sie denn an gewisse Orte gehen, überhaupt nicht wissen, ob es da Geschichten gibt oder eine Geschichte des Ortes oder was da so passiert ist oder was da passieren soll angeblich. Also die dürfen im Prinzip nichts darüber wissen, müssten da sozusagen als unbeschriebenes Blatt hingehen und dann mal gucken, ob sich irgendwas tut. Das wäre dann zumindest noch so ein weiterer kleiner Schritt in Richtung Objektivität. Witzig ist auch noch, ich habe einen Artikel gelesen,
den können wir auch nochmal verlinken, wo jemand, also ein Reporter sozusagen, mit diesem Team, was du erwähnt hast, ich vermute mal vom Namen her, dass es dieses Team ist, weil die Namensgleichheit schon ein bisschen frappant ist, da hingegangen ist und halt geguckt hat. Und da wird das eben auch sehr, sehr intensiv beschrieben mit dieser Atmosphäre und den Geschichten. Und man merkt richtig, dass dieser Reporter, auch wenn vielleicht hinterher nicht so viel dabei rumkommt, schon auch so eine Lust am Gruseln hat. Und was ja auch wirklich so einen großen Reiz ausmacht, auch gerade für die Leute, die eben sich Lost Places angucken, ist ja, dass solche verfallenen Orte, an denen noch Überbleibsel vielleicht von irgendwelchen Bewohnern, die es mal in irgendeiner Zeit gegeben hat, dort sind, so als absolutes Symbol der Vergänglichkeit fungieren. Im Prinzip ein bisschen sowas wie ein Memento Mori. Und das scheint zusammen mit einer wirklichen Lust am Gruseln einen sehr, sehr starken Reiz auszuüben. Und wir werden ja im weiteren Verlauf der Sendung in einem anderen Kontext nochmal kurz drüber reden, wie groß der Reiz des Grusels ist und wie sehr wir Menschen das eigentlich brauchen. Die Lust an der Angst. Ja, die Lust an der Angst, wirklich. Ja. Lass uns vielleicht noch ganz kurz, bevor wir das abschließen, weil das Interessante an diesem Königsberg-Sanatorium ist jetzt, wenn wir jetzt nach diesem langen, wir haben es ja auch schon früher mal andersrum gemacht, dass wir erst solche Gerüchte erzählt haben und dann aufgeklärt haben. Ich finde, hier ist es, glaube ich, erstmal sinniger gewesen, die Geschichte dieser Einrichtung kurz zu schildern. Und jetzt können wir mal auf die Gerüchte gehen, die dann auch wieder auf der Internetseite gesammelt worden sind, die man dann natürlich, wenn man länger rumsucht im Netz, in Foren findet oder auch bei anderen Seiten, wo das dann beschrieben wird, was so abgegangen sein soll in diesem Königsberg-Sanatorium. Also das erste Gerücht, was sich immer rankt, ist, dass der Brand 1984 Brandstiftung war. Und da gibt es nur zu sagen, das scheint tatsächlich so zu sein. Man hat Brandbeschleuniger gefunden in dem Gebäude hinterher. Leider hat man die Täter nicht gefunden. Also man hat da auch umfangreich ermittelt, aber die Täter nicht gefunden. Insofern muss man davon ausgehen, dass 1984 das tatsächlich Brandstiftung gewesen ist. Das nächste Gerücht ist dann natürlich diese Kinderheimzeit. Ich weiß gar nicht, Menschen mit Behinderung ist auch nicht viel besser. Ist ein bisschen besser, klingt das als das andere, aber ist auch nicht gut. Vielleicht könnt ihr uns ja mal kommentieren, wie man es vernünftig nennt. Aber in der Zeit, als dann die Einrichtung eben diesen Zweck hatte, soll es Ungereimtheit gegeben haben. Also was man sicherlich sagen kann, ist, dass das Einstellen oder das Verlassen dieser Einrichtung recht schnell gegangen ist und dass der Verstoß gegen Auflagen wohl tatsächlich belegt ist, wobei einfach auch nicht klar ist, und das ist auch schwer zu recherchieren, glaube ich, was für Auflagen das dann im Einzelnen gewesen sein sollen, denen dann nicht nachgekommen ist. Und das scheint dann die Gerüchteküche natürlich anzuheizen. Feuer zu haben, ja. Genau. Und derjenige, der Stifter, der diese Einrichtung gekauft hat, hat dann mehrere Gerichtsverfahren gehabt, auch in anderen Kontexten, und dafür beginnt dann natürlich so eine Vermischung von Fakten. Der hat vor Gericht gestanden und dann wird nicht sauber differenziert, was da genau gelaufen ist. Und dann entsteht eben das Gerücht, dass das wegen dieser Einrichtung gewesen sei. Wobei es hier schon auch Beispiele gibt, dass irgendwie das schon auch nicht so nett geführt wurde. Also 3,75 Mark Mark in dem Fall tatsächlich. Das soll so das Budget der Köchin gewesen sein. Ja, wobei da die Stimmen durchaus unterschiedlich sind. Also es gibt auf dieser Seite noch eine andere Rubrik, Erinnerungen, ja, wo wirklich auch Leute zu Wort kommen. Das sind so auch Kommentatoren aus einem Forum, was eine Zeit lang betrieben wurde, was aber leider nicht mehr einsehbar ist, die dort wirklich gearbeitet haben. Und da sind die Einschätzungen total widersprüchlich. Also es gibt Leute, die sagen, nee, also das Essen war gut, das haben wir Mitarbeiter auch gegessen, es war alles okay. Es gab auch spezielle Kost für die Kinder, die sie brauchten, war alles in Ordnung. Und es gibt auch Mitarbeiter vereinzelt, die sagen, nee, das war eine ganz schreckliche Atmosphäre, das war da irgendwie ganz scheußlich. Also du hast halt wirklich durchaus widersprüchliche Auskünfte. Ja. Und da ist halt wieder so die Frage, wenn du dann so vereinzelte Zeugenaussagen hast, wie wägst du die dann gegeneinander ab? Also ja, wie willst du dann sozusagen das objektive Bild erstehen lassen? Das ist wahnsinnig schwierig. Ja, also insofern vielleicht ein paar Ungereimtheiten, aber sicherlich nicht so,
schlimm, wie es dann in einigen Berichten offensichtlich zu finden ist. Ich wollte jetzt gerade mal versuchen, auf die Schnelle mal zu schauen, was so die Kaufkraft war, wenn man 3,75 Mark annimmt, was 1,80 Euro ist. Jetzt muss man natürlich auch zurückrechnen. Ja, da kannst du nicht von heutigen Maßstäben ausgehen. Ja. Genau, das ist halt auch schon über 40 Jahre her. Da war natürlich das Geld auch noch was anderes wert im Grunde genommen. Also das mal, sagen wir so, dahingestellt, ob das so dramatisch gewesen ist. Oder ob das vielleicht so dem normalen Kantinenessen heute auch noch entspricht. Das nächste Gerücht war dann, dass in dem Sanatorium Experimente an Insassen vorgenommen wurde. Und das wird hier auf der Seite als einer der Klassiker bezeichnet. Und es gibt dann eine Kinderzeichnung, das finde ich wirklich absurd, und da hat jemand dann interpretiert, dass auf dieser Kinderzeichnung ein Ameisenbär dargestellt worden ist. Und warum ist das relevant? Weil offensichtlich der Ameisenbär ein Tier ist, das Lepra bekommen kann, und dann gab es also die Idee, dass an Lepra geforscht wurde in dieser Einrichtung, und dass das Kind also einen Ameisenbär auf dem Gelände gesehen hat, und deswegen dort an Lepra geforscht und an den Insassen experimentiert wurde. Ich folge da dem Autor der Seite und würde sagen, das sieht eher aus wie ein Pferd. Also als ich als Kind Pferde versucht habe zu zeichnen, haben die auch so ausgesehen. In dem Zusammenhang ist mir in einem anderen Forum, nämlich Goslarer Geschichten, also goslarer-geschichten.de, ein ganz interessanter Post vom 2.4.2012 untergekommen, wo eine unbekannte Person schreibt: Ein Bekannter von mir ist damals da oben mal gewesen, wo es noch ganz war. Er hat sich einigen Unterlagen und Akten bedient, die noch irgendwo im Keller zu finden waren. Die Sachen, die da drauf notiert waren, erzähle ich besser nicht. Es waren Protokolle von Experimenten. Schauderhaft, was man mit Menschen alles anstellen kann. Er hat die Unterlagen im Stadtarchiv abgegeben und seitdem hat er ein wenig Verfolgungswahn. Er behauptet, dass er seitdem von irgendwelchen Typen verfolgt wird. Ob das natürlich wahr ist oder Einbildung, weiß ich nicht. Mit dem Wörtchen Einbildung gehe ich besonders vorsichtig um, da viele schon zu irgendwem gesagt haben, du hast dir das doch nur eingebildet, spinn mal nicht rum. Und am Ende hatten sie mit dem, was sie vermuteten, recht. Was kaum einer zu wissen scheint, die ehemaligen Oberärzte, die damals dort oben waren, waren dann die ersten der Psychiatrie in Liebenburg. Also mich wundert in diesem Schuppen gar nichts mehr. Und jetzt ist das ein Foreneintrag, einfach so mir nichts, dir nichts, ein Foreneintrag von irgendwem. Ja. Und besagt natürlich schon mal irgendwie gar nichts. Also wenn da irgendeine Person schreibt, von ein Bekannter von mir war da mal und der hat mir das dann erzählt. Nur es ist natürlich so, also ich bin jetzt darauf gestoßen, nach ein bisschen Recherche, also Leute, die sich mit dem Königsberg-Sanatorium beschäftigen, denen wird es nicht so schwer fallen, da auch drauf zu stoßen. Ja. Und dann sind natürlich solche Gerüchte im Umlauf, ne? Also gerade solche Forum-Posts, die du so gar nicht zuordnen kannst, bis auf einen vagen Hinweis, das ist im Stadtarchiv unter Umständen, was da rausgeholt wurde. Aber auch das dann wirklich einzusehen, ist die Frage, kann man das wirklich als Otto-Normalverbraucher und wie schwierig ist das? Das befeuert natürlich solche Gerüchte und Geschichten auch und zack, hast du dann irgendwie die Sache mit den Experimenten im Umlauf. Da ist jetzt auch die Frage, ob man eine Krankenakte findet, wo ein Pneumothorax durchgeführt wurde, ja, und so ein Lungenflügel, genau, kollabiert, und man weiß nicht, dass das mal eine Behandlungsmethode war. Ja, oder gerade wenn es eben um psychisch oder geistig erkrankte Kinder geht. Ob da Behandlungsmaßnahmen und Verfahren, da sind wir halt wieder auch bei Psychiatriekritik, ob einfach nur ein Laie das nicht einordnen kann, was da passiert und gemacht wird, ob es sich einfach für einen Laien nur ganz schrecklich anhört. Also vielleicht war da ein Mensch oben und hat Akten gefunden, vielleicht hat er da irgendwas gelesen, was ihm Angst gemacht hat. Kannst du halt absolut nicht sagen, ist eine ganz merkwürdige Spekulation und du wirst wahrscheinlich auch nicht rausfinden, was da wirklich hintersteckt. Genau, ist ja auch die Frage, ob es tatsächlich überhaupt Psychiater gab, als das ein Kinderheim war. Ne? Das muss ja nicht ein Kinderheim mit Psychiatern gewesen sein. Führt aber ein Stück weit dann zum nächsten Gerücht, nämlich, dass es Kindesmissbrauch gegeben haben soll im Kinderheim, als es ein Kinderheim war. Und hier wird dann auch wieder am Ende sehr schön recherchiert und aufgeklärt, dass es
im Bereich von Goslar in der Nähe hinweg sowas wohl gegeben hat, allerdings nicht in der Einrichtung. Es gab auch ein Urteil im Jahr 2005, da ist ein Psychologe verurteilt worden, weil er mehrere Jungs auch zum Teil über mehrere Jahre hinweg sexuell missbraucht haben soll. Allerdings war das nicht in der Einrichtung in Königsberg, in der Königsberg-Einrichtung, sondern im psychotherapeutischen Kinderheim in Wolfshagen-Langelsheim, was ein paar Kilometer entfernt offensichtlich von dieser Einrichtung Königsberg gewesen ist. Aber das reicht dann ja auch schon wieder, um eben diese Gerüchte zusammenzuführen. Hier hätten wir dann auch eher noch den Hinweis auf eine psychotherapeutische Einrichtung, wo dann unter Umständen auch Psychiater tätig sind. Also auch da kann natürlich schon sein, ja, dass sich da Verschiebungen stattfinden. Verschiebungen, Vermischungen dann auch letztendlich stattfinden. Und das führt dann natürlich auch letztendlich dann zu dem nächsten Gerücht: auf dem Gelände sind eben Kinder verschwunden. Es soll Kindergräber geben auf dem Grundstück. Hier schreibt der Autor, der ja sehr ausführlich recherchiert hat, dass da also jeglicher Hinweis und auch Beweis für diese Aussagen stimmen oder vorhanden sind. Und das führt dann ja letztendlich schon zum letzten Gerücht. Eben, das haben wir ja schon gerade ausführlich dargestellt, dass es dann am Ende dort spuken soll, unter Umständen sogar die Kinder, die dort verschwunden sind, spuken sollen. Interessant in diesem Kontext ist die Tatsache, dass es offensichtlich auf dem Gelände einen sogenannten Kreuzraum gegeben haben soll. Und da ist gar nicht so genau klar gewesen, was das war. Sieht ein kleiner Raum mit einem christlichen Kreuz. Eine Kapelle. Wahrscheinlich eine kleine Kapelle tatsächlich, oder aber auch tatsächlich, wenn es eine Genesungseinrichtung ist, vielleicht ein Raum, falls dann doch jemand verstorben ist in dieser Einrichtung, sodass man dann sozusagen unter christlichen Aspekten würdevoll den Verstorbenen vielleicht zwischenlagern kann, bis er dann abgeholt wird aus der Einrichtung. Das ist nicht ungewöhnlich. Wir wissen ja auch heute, dass es in allen Krankenhäusern zum Beispiel Bereiche gibt, wo verstorbene Patienten zunächst mal dann hinkommen, bevor sie abtransportiert werden. Ja, oder aber einfach ein Raum, in den sich Angehörige, die da vielleicht Kinder besucht haben, zurückziehen konnten, denn dass das Ganze belastend sein kann, ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Aber das ist reine Spekulation. Genau. Also, der Raum existiert jetzt übrigens auch nicht mehr. Das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Ja, genau. Aber das ist natürlich auch wieder etwas, das wieder so ein bisschen in Richtung Waverly Hills geht. Mhm. Wenn du dann natürlich einen Ort hast, wo du vermutest oder vielleicht auch weißt, dass Leichen dort hingekommen sind oder hingekommen sein könnten, dann fokussiert sich da natürlich unter Umständen auch deine paranormale Antenne, wenn du sie denn hast, und du vermutest dort natürlich am ehesten vielleicht einen Spuk. Das war beim, jetzt habe ich schon wieder gepfiffen, das war beim Waverly Hills Sanatorium die sogenannte Body Chute, also dieser Tunnel, durch den tatsächlich Leichen abtransportiert wurden, damit man einfach nicht immer einen Leichenwagen vor der Tür stehen hat, was ja auch auf die Moral und das Empfinden der anderen Patienten vor Ort gegangen wäre. Aber das sind natürlich so Orte, die prädestiniert sind für Spukgeschichten. Das liegt einfach in der Natur der Sache, weil wir an diesen Orten irgendwie mit der Nase drauf gestoßen werden, dass wir alle sterblich sind und dass wir unsere Lieben an den Tod verlieren können. Ja, im Grunde genommen haben wir da jetzt die Geschichte, die Mythen und Gerüchte rund um das Königsberg-Sanatorium beschrieben, haben vor allem, glaube ich, hoffentlich für euch da draußen deutlich gemacht, warum plötzlich solche Gerüchte generiert werden, warum wir auch fasziniert von diesen Geschichten sind, warum wir eventuell auch dann Spaß haben, solche Geschichten zu erzählen. Und wie gesagt, sehr, sehr interessant eben, Alexa, aus deiner Erfahrung, wir lesen ja immer wieder, was bei dir in deiner Heimatstadt los sein soll, was sich da für Geschichten spinnen. Und wenn man da einfach vorbeimarschiert, ist das halt eine abgewrackte alte Klinik. Ja, sieht unschön aus. Und da läuft kein buckliger Hausmeister rum. Ja, der irgendwie auf dem Dach nachts, weiß ich nicht, tanzt oder so, à la Rumpelstilzchen, ich habe keine Ahnung. Genau. Es gibt übrigens
muss hier noch eine Geschichte auf der Seite, fällt mir gerade noch ein, die jetzt nicht gruselig ist, sondern das ist ein Fakt. Es hat so eine Art Hausmeister gegeben, der auf dem Gelände gewohnt hat, der das eben noch verwalten sollte, eine gewisse Zeit lang in den 90ern. Und da hat es dann offensichtlich so eine Art Familiendrama gegeben. Der soll Brandbeschleuniger bei sich in der Wohnung ausgeschüttet haben, soll scheinbar gedroht haben, seine Frau und die Kinder umzubringen. Ich finde das schon gruselig. Und das hat dann zu einem Einsatz der Polizei geführt, und die Presseberichte, die hier auf der Seite gestellt werden, deuten aber eher darauf hin, dass es eher ein Schrei nach Aufmerksamkeit war oder aber die Idee, da sind aber die Stimmen sehr, sehr missverständlich in den Presseberichten, dass er vielleicht gehofft hatte, dass er dann erschossen wird, quasi so ein Suizid, den er nicht selber durchführen muss, und die Einschätzung von Psychiatern, die ihn dann gesehen haben nach dieser ganzen Aktion, war aber eher, dass für die Familie gar nicht wirklich Gefahr bestand. Aber das ist natürlich auch wieder so eine Geschichte, die ja Legenden fortführen kann und sagen kann, da stimmt doch was nicht. Klar, wenn das dann im Zusammenhang mit solchen Orten auftaucht, ist das sicherlich nochmal so ein Push in diese Richtung und auch in die Richtung, dort geht es nicht mit rechten Dingen zu, der Ort ist böse oder ähnliches. Es ist natürlich immer der Kontext, der solche Geschichten macht. Denn im Grunde genommen ist es leider so, unsere Gesellschaft ist so verflochten und so komplex, und wir sind aber auch so viele Menschen, die hier in Deutschland irgendwo wohnen, dass man im Prinzip über fast jeden Ort solche Geschichten, so tragisch wie das ist, finden kann. Und du wirst kaum ein Haus finden, was eine längere Geschichte hat, wo nicht irgendwie auch mal tragische Dinge passiert sind oder wo nicht irgendwo auch mal Menschen gestorben sind. Und insofern, wenn wir uns mit solchen Geschichten beschäftigen und die so ganz verengt auf so ein eh schon unheimliches Gelände fokussieren, dann verdrängen wir aber gleichzeitig Tausende von anderen Fällen, die an anderen Orten passiert sind und die nicht minder tragisch sind und vielleicht auch einen ganz realen Hintergrund haben und nicht nur bloß Gerüchte und Spekulationen sind. Das heißt also, diese Wahrnehmung ist auch gleichzeitig natürlich wahnsinnig selektiv. Denn im Grunde genommen müsste jemand, der tatsächlich eine Antenne hat für Geistererscheinungen, wenn es sie denn tatsächlich gäbe, was ich für nicht belegt ansehe, durch Straßen gehen und ständig mit Gespenstern, mit Geistern konfrontiert werden. Also wirklich so wie bei Sixth Sense, ich sehe tote Menschen an allen Ecken und Enden. Ja. Und das passiert in den seltensten Fällen. Da kann dann natürlich wieder jemand, der an Medien glaubt, sagen, ja, aber das geht nur, wenn die sich konzentrieren und das zulassen. Die können sich auch abschotten. Also ist halt immer so eine Frage, ne? Also ich persönlich sehe es natürlich nicht als belegt an, dass sowas funktioniert und dass man sowas erspüren kann. Aber um mal jetzt zum Schluss des Themenblocks persönlich zu werden, ich würde da nicht im Dunkeln durchgehen. Jetzt mal ganz abgesehen von der ganz konkreten Gefahr, da einen furchtbaren Unfall zu haben, weil es einfach baufällig ist und du auch immer einfach Löcher im Boden hast, durch die du fallen kannst. Ich habe mir ein Video angeguckt, wo halt einfach Leute auf der Suche nach Lost Places da relativ neutral einfach durchgegangen sind. Das konnte ich mir nicht bis zu Ende angucken, im Dunkeln. Mhm. Also die sind am Dunkeln durchgegangen. Das war mir halt irgendwie zu unheimlich. Also ich habe schon irgendwie, also ich merke halt irgendwie, ich kenne dann auch die Geschichte des Ortes. Ich finde es irgendwie tragisch und traurig irgendwie teilweise. Und mich belastet das einfach, jetzt mal ganz abgesehen von irgendwelchen paranormalen Ereignissen. Und ich würde es einfach nicht machen. Boah, ich brauche das halt nicht, diesen Kick. Zum Thema Nachtwanderung sage ich gleich nochmal was im nächsten Teil. Ja, genau. Das passt dann ganz gut. Ja. Vielleicht ganz zum Schluss, weil ich es vorhin einmal angesprochen habe, ich habe das zwischenzeitlich mal ein bisschen nachrecherchiert. Die Kaufkraft, also 3,75 Mark, jetzt so im Jahr 88, wenn man so die Mitte dieser Zeit als Einrichtung für Kinder anlegt, entsprechen ungefähr heute 3,30 Euro. Das ist jetzt, glaube ich, für eine Kantinenküche, glaube ich, jetzt gar nicht mal so wenig. Wenn es für den ganzen Tag ist, könnte es ein bisschen knapp werden. Aber ja, also insofern, sag mal, wenn jemand weiß, was so eine Kantine ansetzt für ein Essen, das wäre immer ganz spannend, wenn da mal jemand drunter kommentiert, ob 3 Euro da viel oder wenig ist, so im Einkauf als Budget. Das aber habe ich mal nachgereicht. Also wenn das denn auch tatsächlich, ne, so
Zeigt übrigens spannend, wie sich das verändert hat. Ne? Das ist jetzt schon wieder fast 1:1 nach 40 Jahren, ne? Dass der Euro langsam auf der Kaufkraft von der Mark ist. Auch spannend. So ist es. Jetzt müssen wir irgendwie sagen, jetzt müssen wir so einen komischen Disclaimer setzen. Ne? Das ist jetzt hier alles bezahlt, total gesponsert, was ab jetzt kommt. Denn wir jetzt haben. Jetzt kommt der Werbeblock. Genau, der Werbeblock. Ja, wir haben in der vergangenen Woche, sind wir überraschend eingeladen worden. Wir sind eingeladen worden unter anderem von Sony, BMG, in dem Bereich eher Europa jetzt, also die Hörspielseite von Sony hat uns eingeladen, weil es das erste, muss man ja sagen, Hörspiel von Europa oder eine Hörspielreihe von Europa gibt, die dezidiert für Erwachsene gemacht ist. So. Das Ganze heißt Vidan, Schrei nach Leben. Und da haben wir gedacht, ja, warum denn nicht? Das gucken wir uns an. Und es war dann angeteasert, dass wir sowohl den Autoren Raimond Weder treffen können im Rahmen dieser Veranstaltung, als eben auch da eine Gruselnachtwanderung machen. Und ich habe ganz im Gegensatz zu dem, was ich vor 2 Minuten erzählt habe, sofort Juhu geschrien. Ja, aber wir sind ja auch nicht durch ein verfallenes Gebäude gegangen. Genau. So. Und ich bin ja bekannterweise oder auch nicht bekannterweise ein totaler Schisser. Und was war, also wir sind dann durch mit dem Bus nach Norden gekarrt worden. Wie hieß der Wald? Der Wohlsdorfer Wald hier bei Hamburg war das dann. Und dann sind wir losgeschickt worden, hatten so kleine rote Lämpchen auf dem Kopf und durften dann also durch den Wald laufen. Und im Wald hatten sich dann Schauspieler versteckt und sind dann hinter den Bäumen vorgesprungen. Und es gab so ein paar Hinweise, die man nachgehen musste. So ein paar Segmente aus dem Hörspiel sind so aufgegriffen worden. Gruselige Hinweise, die wir aufgreifen. Ja, und ich kann mal ganz kurz, und dann haben wir noch einen Bekannten getroffen während dieser Führung und wir hören da vielleicht mal ganz kurz, ich habe so ein paar kleine O-Töne eingesammelt, weil wir dann in Vierergrüppchen eingeteilt wurden und ich kann mal so ganz kurz einen Eindruck euch geben aus unserer Vierergrüppchen, als wir da nachts im Wald unterwegs waren. Wir laufen hier gerade jetzt bei diesem Vidan-Event durch den Wald und neben mir ist per Zufall Daniel Schröckert. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht von den Rocket Beans aus diversen Formaten. Daniel, wie ist denn das so, hier nachts durch den Wald zu laufen? Kalt auf jeden Fall. Ja. Länger, als ich mir vorgestellt habe, beziehungsweise länger, als mir irgendwie gesagt worden ist. Und tatsächlich, also wir haben ja schon eine Situation gehabt, in der ich sehr laut schreien musste. Und das hätte ich selbst nicht gedacht, aber die kam halt aus nichts, diese Überraschung. Und dementsprechend ist jetzt natürlich der Adrenalinpegel ein bisschen höher. Ja. Und die Spannung ein bisschen gesteigert und die Neugier natürlich groß, was da jetzt noch auf uns zukommt. Und ihr habt Daniel Stimme gerade gehört, wenn Daniel schreit, klingt das auch recht eindrucksvoll. Es ist schade, dass ich das jetzt nicht aufnehmen konnte. Begleitet werden wir hier übrigens gerade noch von der Hoax Mistress und einer netten jungen Dame, dessen Namen mir gerade entfallen. Sag nochmal. Die Heike. Die Heike von Sony ist auch dabei. Und Heike, ist das so, wie du das vorgestellt hast? Auf jeden Fall. Also ich hoffe, ihr schreit noch ein bisschen mehr. Du hast das Projekt seitens Sony mitbetreut und hast den Horror im Prinzip ja eher im Studio gehabt. Jetzt hast du ihn in echt. Was ist dir lieber? Im Studio ist mir lieber, da habe ich meine Ruhe. Nein, es ist natürlich toll, das jetzt in echt ein bisschen mitzuerleben, denn ich verfolge wieder an jetzt schon seit Monaten. Und guck mal, da ist ein Hinweis, ein Kreis. Okay, wir müssen Hinweisen nachgehen. Wir kommen nachher wieder. Genau, also der Daniel Schröckert war da mit dabei von den Rocket Beans. Und eigentlich hatte ich eigentlich noch vor, mehr O-Töne zu sammeln. Das war dann aber so gruselig. Wir waren dann mit Weglaufen beschäftigt. Total, und ich habe mich auch total auf den Bart gepackt, muss ich ja mal sagen, weil als eine Horrornonne mich attackiert hat. Ich sah aus wie Schwein, von oben bis unten mit Schlamm eingewühlt, habe mir noch einen Cut in der Hand zugezogen. Also eine höchst erfolgreiche Gruselführung und ich stehe einfach nicht auf Horror, das muss man einfach mal sagen. Aber das war ein schöner Event und wir haben dann eben noch ein Interview mit Raimond Weber geführt, das spielen wir auch gleich öfter vor, weil wir genau bei Vidan so den Effekt haben eines, ist es ein Horror will ich gar nicht sagen, eines Mystery-Thrillers, vielleicht eher Grusel-Mystery-Thrillers. Naja, also es hat schon ein paar klassische Horrorelemente, doch, würde ich schon sagen.
Ich will jetzt gar nicht zu viel darüber erzählen. Horror, Verschwörung, Grusel, Mystery. Also im Prinzip so, wenn man Huxilla mag und die Themen von Huxilla, ja, also findet es passt man das eigentlich wie wirklich Arsch auf einmal. Findet man da alles wieder. Und ihr könnt noch mal reinhören jetzt in das Interview mit Raimund Weder. Und warum erzählen wir euch jetzt so viel darüber? Weil das natürlich jetzt für euch zum einen spannend ist, weil man das in allen gängigen Streamingdiensten jetzt auch hören kann. Aber nicht nur das, sondern wenn wir denn schon uns von so Firmen kaufen lassen, boah, influenzen wir jetzt auch ganz gewaltig. Nein, wir haben natürlich versucht, für euch was abzustauben und das ist gelungen. Wir haben nämlich, genau, die Besonderheit ist hier, dass es eine Staffel ist. Es sind 10 Folgen, die auf einem Rutsch veröffentlicht sind. Ja, um es mal wirklich zu sagen, wir haben es schon gebinged. Das war die Idee. Also die Presseankündigung, die wir gelesen haben, war Netflix, Serien, Feeling, jetzt für Erwachsene als Hörspiel zum Bingen. Und dann denkst du dir so, ja komm, ist Marketing-Sprech. Ich konnte nicht aufhören. Ich wollte einfach verdammt nochmal wissen, wie es weitergeht. Und der Cliffhanger am Ende. Der ersten Staffel. Genau. Und es ist jetzt einfach so, dass wir in der Zeit, in der wir jetzt nicht aufnehmen konnten, weil deine Stimme noch nicht getrennt, tatsächlich jetzt diese 10 Folgen gebinged haben. Ja. Also insofern unser Erfahrungsbericht ist, ja, das ist cool. Ja. Und wir haben für euch als Hauptpreis ein Wie-Dann-Survival-Paket. Da ist drin eine signierte 10-CD umfassende Box, also eben mit den 10 Teilen dieser ersten Staffel von Wie-Dann. Da ist dabei nochmal gesondertes Survival-Material. Ich will das gar nicht so beschreiben. Da ist eine Flasche Lakritz-Schnaps dabei. Hat auch eine besondere Bewandtnis, aber die wird hier nicht gespoilert. Genau, wenn ihr das gehört habt, wisst ihr, warum Lakritz-Schnaps irgendwie, also da geht es mehr um die Farbe der Flüssigkeit, sage ich mal, nicht um den Lakritz-Schnaps. Also, genau, und ja, noch mehr Zeug ist da drin. Ja. Also einfach so ein Survival-Paket, das ist der erste Preis, den könnt ihr gewinnen. Und wir haben dann nochmal 3-mal die 10er-CD-Box von Raimund Weber auch signiert, die ihr gewinnen könnt, sodass ihr also 4 Preise gewinnen könnt. Wie das funktioniert, was ihr machen müsst, sagen wir euch dann am Ende nochmal gleich ganz kurz. Und jetzt hören wir vielleicht nochmal einmal in das Interview mit Raimund Weber rein. Und ich fand das super sympathisch, weil der Raimund wirklich seit vielen Jahren aktiver Autor eigentlich ja auch ist und aus Westfalen stammt. Und das ist ja, und für einfach mich toll erzählen kann. Ein netter Typ. Ja. Das war einfach hochsympathisch. Ja. Schöne Grüße an alle nochmal, die bei dem Event dabei waren. Schöne Grüße an Raimund und auch an den Manager von Raimund, sage ich nochmal. Das war einfach sehr nett. Und wir hören jetzt mal rein, was Raimund sagt, warum er denn solche Geschichten schreibt, bei denen Leute sich gruseln. Ja, wir sind jetzt mit Raimund Weber zusammen, dem Autoren, und du hast auch Regie geführt bei Wie-Dann. Und das ist ja eine, ich sage jetzt mal, gruselige Geschichte. Ich habe die erste Folge, durften wir ja schon vorab hören. Zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, haben wir noch nicht die anderen Folgen hören können. Und wenn jemand gruselige Geschichten schreibt, und du hast ja auch als Buchautor viele Thriller geschrieben, eher düstere Geschichten geschrieben, die Frage, die sich mir so aufdrängt, ist, bist du ein ängstlicher Mensch? An und für sich nicht, aber du kannst mich erschrecken, indem du mich zum Beispiel in die Geisterbahn schlägst. Okay. Ich bin mit den Kindern niemals in die Geisterbahn gegangen. Im Alltag bin ich nicht ängstlich, aber damit bekommst du mich. So mit Scare Jumps? Genau, stehst du hinter der Tür und machst ein Buh, dann erschrecke ich mich wirklich. Okay. Und was fasziniert dich gerade an Horror, an Grusel? Es ist ja nicht nur Horror und Grusel. Es ist ja manchmal auch so, du steigst wirklich ein in düstere Charaktere, die einen Hintergrund haben. Warum sind sie so geworden? Was treibt sie an? Einfach Menschen sehr detailliert zu beschreiben, zu wissen, warum sie so zu handeln. Ob sie jetzt gut sind oder, platt gesagt, böse. Das treibt mich an. Und da gehe ich auch sehr weit in die Recherche. Ich habe Psychiatrien besucht, Strafvollzugsanstalten, wo wirklich die Leute drin sitzen, die mehrere Morde begangen haben. Ja, das ist interessant. Ja, also das heißt, es ist mehr so der Horror, der sozusagen in uns allen steckt, oder vielmehr das Böse, was in uns allen steckt. Der nebenan lauert, bei deinem Nachbarn, von dem du es nicht glaubst, dass er in Wirklichkeit ein äußerst fieser Charakter sein kann. Hast du das Gefühl, dass Horror, Grusel, die Auseinandersetzung mit dem Bösen in uns allen heute in dieser Zeit vielleicht einen besonderen Stellenwert hat? Oder ist das etwas, was uns schon immer fasziniert hat und auch immer faszinieren wird? Auf jeden Fall schon immer. Das zeigt ganz einfach die literarische Geschichte. Aber es ist natürlich auch so, dass gerade in
Krisenzeiten, und das können wir nicht abstreiten, die haben wir jetzt, das Interesse am Bösen zunimmt. Es ist eine Flucht aus der Realität. Die Gegenwart ist nicht gut, ich habe Angst vor der Zukunft, dann flüchte ich mich in das ganz Absurde, in das furchtbar Schreckliche, an das Überzogene. Hast du eine Idee, also ich meine, wenn du sagst Flucht vor der Realität, man könnte jetzt ja auch Liebesgeschichten oder Geschichten aus dem Teddybärenland als Weg der Flucht ziehen. Das geschieht ja auch. Ja, das wäre aber für dich uninteressant. Das wäre für mich uninteressant, ja. Seht mal, Telenovelas, das läuft. Es gibt gewisse Serien in öffentlich-rechtlichen und in privaten, die sind bei Folge, ich weiß es nicht, 2500 oder so. Hm. Das ist der Beweis, es funktioniert. Aber für mich wäre das nichts. Es würde mir einfach keine Freude bereiten. Du schreibst ja auch viele, viele Bücher und machst auch Hörspiele. Findest du, oder gibt es etwas, was dich besonders am Hörspielgenre fasziniert, was man da ausleben kann an Kreativität, was vielleicht bei Büchern eben nicht so funktioniert? Ja, ich habe jetzt mehrere Jahre keine Hörspiele mehr gemacht, sondern mich auf Bücher konzentriert. Das macht sehr großen Spaß, aber du bist natürlich relativ isoliert in deiner Kammer. Dann kommt das Lektorat und setzt sich damit auseinander. Dann zeigst du es deinen Verwandten, deiner Frau. Aber beim Hörspiel bist du mit unheimlich vielen Menschen zusammen. Die Hörer, mit denen, die Hörer auf jeden Fall, da warte ich auf Reaktion, das ist immer sehr spannend. Die Sprecher, mit denen ich früher schon viel zusammengearbeitet habe, die ich mir dann wiederhole, oder auch neue Stimmen. Und natürlich die gesamte Produktion. Mhm. Du hast einen Komponisten, mit dem du zusammenarbeitest, dem du Anregungen gibst, der dir auch Anregungen gibt, ein Feedback. Dann natürlich die Arbeit im Tonstudio, auch mit dem Tontechniker. Regie bedeutet auch weitergehend Produktion. Das ist allumfassend und wesentlich intensiver, als wenn du ein Buch schreibst. Und es ist eine gänzlich andere Arbeit. Ich sage mal, wenn ich im Buch eine Wetterlage beschreibe, dann muss ich möglichst kluge Worte finden, um das dem Leser rüberzubringen. Im Hörspiel reicht die Regieanweisung mittelstarker Sturm, Regen. Das macht den Unterschied aus. Es sind zwei wesentlich unterschiedliche Schreibweisen, ja. Hörspiel und Buch. Gehst du denn, nehmen wir jetzt Vidan als Beispiel, wenn du, als klar war, dass du das schreiben wirst, schreibst du das schon mit Sprechern, mit Schauspielern im Kopf für die einzelnen Positionen? Größtenteils. Ich habe bei den Rollen schon im Kopf, wer es sprechen soll. Okay. Wir haben bei Miles Vidan zum Beispiel die Rolle des nicht mehr ganz jungen, jovialen, weisen Sheriff Lennox. Da war für mich klar, dass es Jürgen Kluckert. Ist das beim Romanschreiben, wenn du das nicht mit einer Vertonung im Kopf hast, auch ähnlich, dass du sagst, diese Figur klingt oder sieht aus wie XY, oder blendest du es da dann ganz aus und kreierst die Figuren komplett frei von solchen Gedanken? Die Figuren sind diffuser. Das auf jeden Fall. Ja. Dennoch musst du natürlich aufpassen, wenn ich Hauptpersonen kreiere für einen Roman, muss mir ganz klar sein, wie sehen die aus, was haben die für einen Background, wie verhalten die sich. Mhm. Sonst kommt man schnell durcheinander. Das sind klassische Fehler, das gibt's heute noch in Büchern. Eine Person ist auf Seite 28 dunkelhaarig und auf Seite 112 hat er plötzlich blonde Haare. Passiert. Mhm. Aufpassen. Das ist jetzt ein recht simpler Fehler, aber deshalb muss man da sehr, sehr genau arbeiten, wenn man einen 400-Seiten-Roman schreibt. Ja, ja. Ich würde gerne noch mal kurz auf das Unheimliche im Alltag, was uns sozusagen jederzeit einholen kann, zurückkommen. Mhm. Du hast in der Einführung zu diesem Event heute Abend erzählt, dass du früher schon im Bett gelegen hast und hast das Haus arbeiten hören, also hast ein Knacken, ein Pochen gehört und hast immer gedacht, irgendwie, ja, diese Erklärung, ja, das ist aber das Holz oder die Rohre oder was auch immer, was da arbeitet, das reicht dir nicht. Kannst du das vielleicht noch mal genauer beschreiben? War das etwas, was dich fasziniert hat? Hattest du in dem Augenblick eher Furcht oder was spielte sich da? Es war eine Mischung. Ich hatte auf der einen Seite schon Angst, aber es hat mich unglaublich gereizt. Das liegt daran, und da muss ich mich eigentlich bei meinen Eltern bedanken. Meine Eltern waren schwer arbeitende Menschen, und wenn die dann abends von der
Arbeit nach Hause kam, Samstagabend, dann schliefen die, ich sag mal, um 22 Uhr ein. Ich war 10 Jahre alt und habe das genutzt, habe mich ganz still verhalten und habe dann auf den Spätfilm gewartet. Mhm. Das konnte dann Alfred Hitchcock sein, die Vögel, oder damals gab es den fantastischen Film, das war dann Frankenstein, Dracula oder Formicula, all diese Filme, die habe ich dann gesehen. Das hat mir furchtbare Angst gemacht, aber das hat mich geprägt. Und ich habe aus diesem Film Formicula, das ist dieser Film mit den Riesenameisen. Das sind Ameisen, genau. Jetzt kann man sagen, das ist Trash. Aber er hat seine Momente, wer sich erinnert, dieser Film hat eine unglaublich starke Einstiegsszene. Ein Mädchen in einem Schwarz-Weiß-Film marschiert durch die Wüste, links und rechts große Kakteen. Sie hat einen starren Blick, ist praktisch katatonisch und schleppt eine Puppe hinter sich her. Was für eine Einstiegsszene. Mhm. Dadurch wurde ich geprägt. Und ich fing dann an, mit 12, 13 Geschichten zu schreiben. Naja, gut, es waren Plagiate. Und ich wollte Schriftsteller werden, aber mit der Pubertät verlor man das aus den Augen. Ich sage immer, dann kamen für uns Jungs die drei magischen M's. Das waren Musik, Mopeds und Mädchen. Und dann war das vergessen. Ich wollte Rockstar werden, wie so viele. Wurde nichts raus. Und erst viel, viel später habe ich mich dann wieder auf Schreiben besonnen. Mhm. Aber davon zehrt man natürlich. Mhm. Das hat einen geprägt. Mhm. Diese Horrorfilme verschiedensten Niveaus, das ist hängen geblieben. Mhm. Mhm. Und ist es auch heute noch so, wenn du durch den Wald gehst, wir haben es ja heute gehabt, dass das bei dir nochmal so kreative Säfte fließen lässt, dass du sagst, das ist wieder eine Situation, die könnte ich da irgendwo einbauen? Sind das Dinge, die du speicherst? Solche Situationen? Das sind die verschiedensten Situationen. Da muss ich nicht durch den dunklen Wald gehen. Das hilft natürlich auch. Hm. Aber ich sage immer, es ist mein Beruf, der mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Und diesen Leerlauf habe ich fast nie. Mhm. Wenn du mir sagst, ich hätte gerne eine Geschichte, wenn es jetzt keine Komödie sein soll, da hätte ich keinen Spaß dran, ja, mit folgenden Personen und Handlungssträngen. Dann gib mir ein paar Tage Zeit, dann lege ich dir was vor. Mhm. Weil das ist mein Beruf. Dass viele Leute sagen mal, boah, das könnte ich nicht. Ich stehe aber fassungslos vor der Arbeit eines Fliesenlegers. Ich kriege keine Fliese an der Wand, ja, an die Wand. Ne? Das sind einfach die Punkte. Ja. Oder so, wenn jetzt ein Verlag an mich herantritt und sagt, wir brauchen das und das. Und dann kann ich etwas entwickeln. Ich brauche Freiraum. Mhm. Man kann mir jetzt nicht sagen, ich möchte hundertprozentig genau das. Ich entwickle dann und biete etwas an. Das ist, als wenn du zum Konditor gehen würdest und sagst, ich hätte gerne eine Hochzeitstorte oder eine Geburtstagstorte. Und dann sagt er, da muss ich erstmal 4 Monate drüber nachdenken. Ne? Das geht nicht. Mhm. Ne? Ich muss und möchte liefern. Das macht mir Spaß. Ja. Wie stark war der Rahmen, den dir Europa für Vidan gegeben hat? Weil das ja schon auch ein sehr erwachsenes Hörspiel ist, vielleicht ein bisschen anders als das, was man sonst von Europa gewöhnt ist. Ich denke schon. Gab es da die Anfrage, wir wollen was komplett anderes probieren, Raimond, mach mal was? Oder war es eher so, dass man schon eine Idee hatte? Ich habe ein Exposé erarbeitet, wir haben das vorgelegt, mein Agent und ich, und es hat sofort guten Widerhall gefunden und man hat mich an der langen Leine gelassen. Ich hatte alle Freiheiten. Okay. Ich meine, dadurch, dass du natürlich Regie geführt hast und geschrieben hast, konntest du natürlich auf deine Vision, ist immer so ein hochtrabendes Wort, aber du weißt, was ich meine, natürlich dann auch so umsetzen, wie du es haben wolltest, oder? Ja, so ist es. Das ist schön, oder? Du brauchst natürlich ein unglaublich verlässliches, kreatives Team. Und das habe ich natürlich durch all die langen Jahre, in denen ich schon im Hörspielbereich gearbeitet habe. Ja. Und das ist halt das Tonstudio. Das sind die Sprecher und der Komponist, mit dem ich zusammenarbeite. Das funktioniert einfach. Mhm. Und das ist auch ein großer Glücksfall, dass du solche Leute hast, die sich auch wirklich 150%ig einbringen. Mhm. Die dann auch nicht sagen, oh, jetzt ist aber Feierabend. Mhm. Jetzt gibt's in den Presseankündigungen zu Vidan, wie gesagt, wir durften ja noch nicht viel mehr hören, immer wieder den Hinweis darauf, dass die Hauptfigur, dessen Nachname Vidan ist, da kommt der Name des Hörspiels ja auch her, auf eine Verschwörung stößt, eine, glaube ich, sogar globale Verschwörung, so steht es, glaube ich, oder weltumspannende Verschwörung. Wir leben ja in einem Zeitalter, wo Verschwörungstheorien oder ja Verschwörungen unter Umständen, aber eher noch Verschwörungstheorien ja so eine Art Renaissance nochmal wieder erleben. Hat dich diese politische Lage, diese Situation, in der wir uns aktuell befinden, vielleicht auch durch die sozialen Netzwerke befüllt, wo ja jeder Wahrheiten verbreitet, auch inspiriert, so einen Handlungsfaden mit einzuflechten in Vidan?
wenn ich jetzt sagen würde, nein, wäre das vermutlich falsch, weil sowas geschieht automatisch. Okay, nicht bewusst, dass du gesagt hast, natürlich, jetzt muss ich lese Zeitung, ich bin in allen Medien, das sauge ich jeden Tag auf. Mhm. Das hat mich mit Sicherheit beeinflusst, mhm, keine Frage. Mhm. Und ich habe beim Hören auch da wieder so in der ersten Folge gedacht, die ein oder andere Situation hat mich ein wenig an eine Serie, die mich sehr geprägt hat, erinnert. Das war Akte X, The X-Files. Mhm. Es gibt Szenen mit einer Rechtsmedizinerin zum Beispiel. Dann, ich will da gar nicht zu sehr in Details gehen, so einzelne Fragmente, wo ich gesagt habe, ah, da gab es noch was Ähnliches bei Akte X. Ist das tatsächlich so, dass das auch eine Inspiration war? Kennst du die Serie? Ist auch da was vielleicht reingekommen oder sagst du, das wäre jetzt purer Zufall? Nicht Zufall, aber auch das sind Dinge, die geschehen eher unterschwellig. Mhm. Es gibt einfach, ich nenne es mal Bausteine, die benutzt du. Mhm. Das ist einfach so, als wenn du jetzt einen Kuchen backst, musst du Hefe haben und Mehl und Zucker. Mhm. Und all diese Dinge tauchen natürlich auf. Du benötigst sie einfach. Mhm. Ich würde das nicht unbedingt als Plagiat bezeichnen. Weit davon entfernt. Also es ist tatsächlich so eher so Versatzstücke, die einem bekannt vorkommen. Also auch an die Hörer, das ist jetzt nicht Akte X irgendwie auf Europa. Du weißt, wenn du dich mit der Literatur beschäftigst, es gibt einfach gewisse Grundlagen. Ja. Ob du jetzt eine griechische Komödie schreibst oder, ich sage mal, einen belletristischen Liebesroman. Mhm. Es gibt immer Eckdaten. Und die benutzt du, ob jetzt bewusst oder unbewusst. Das fließt immer ein. Das sind Spannungsmomente, das schärft Charaktere. Das ist halt einfach so. Hm. Ich kann mich erinnern, als ich damals Point Widmark geschrieben habe, dann kamen einfach Leute, dachten, das erinnert mich jetzt aber an die Folge der drei Fragezeichen 37. Hm. Möglich. Hm. Aber ich kann einfach nur sagen, ich habe die drei Fragezeichen nicht gehört. Verstehe. Hm. Das ist einfach der Punkt. Du wirst das Rad nicht immer wieder neu erfinden können. Hm. Und dann sagen Leute, habe ich schon mal gehört. Natürlich, wenn du einen Tatort siehst oder eine amerikanische Krimiserie, all diese Dinge waren irgendwie schon mal da. Die Kunst ist es, sie neu miteinander zu verbinden. Mhm. Ja, und sowas wird mit Sicherheit auch bei Vidan geschehen. Wobei ich denke, die große Geschichte, das Geheimnis, das hinter Vidan steckt, das wird die Leute dann schon verblüffen. Darauf sind wir sehr, sehr gespannt. Jetzt hast du ja schon einige Zeit an dem Projekt gearbeitet, hast da viel Herzblut reingesteckt. Wenn dann solche Events sind wie heute Abend, also wenn das Kind sozusagen auf der Welt ist und bald von den Hörern gehört werden kann, wie geht's dir an solchen Abenden? Gut, weil ich einfach glaube, nein, ich bin eigentlich davon überzeugt, dass wir im Team was Tolles auf die Beine gestellt haben. Es gibt immer wieder Sachen, das hatte ich auch schon, wo ich dachte, da könntest du dann eigentlich hättest was verbessern. Das ist halt so. Das werde ich auch vermutlich in 2 Monaten haben, dass ich Stellen bei Vidan höre, da hätte ich aber. Aber das ist Unsinn, das wirst du immer haben. Ihr kennt das, egal was man macht, ob man Bild gemalt hat, findet das toll. In einem Jahr denkst du, oh Gott, da oben in der Ecke, da hätte ich mehr Rot gebraucht. Aber ich bin sehr zufrieden. Vor allen Dingen auch mit der Leistung der Sprecher. Ich finde sie großartig. Mhm. Ja. Und dass wir auch einfach neben ganz bekannten Stimmen auch Unverbrauchte ins Boot geholt haben. Miles Vidan ist Lars Schmidtke. Mhm. In der Hörspielszene eher nicht so bekannt. Mhm. Man kennt ihn durch diverse Serien oder eben erst Theaterschauspieler. Mhm. Und wir haben ihn gehört. Da haben wir gesagt, das ist er. Es muss also nicht immer unbedingt die Hollywood-Synchronszene sein. Mhm. Ja. Aber viele Rollen in Vidan. Du hast gesagt, so um die 100 Rollen kommen in den 10 Episoden insgesamt, vor. Insgesamt, ja. Plus ein Hund. Plus ein Hund. Stimmt, der taucht auch schon in der ersten Folge auf. Vielleicht zum Abschluss für all diejenigen, die jetzt so unentschlossen sind, ob sie in Vidan reinhören sollen oder nicht. Sollte man nicht sein, reinhören. Sollte man nicht sein, aber der Autor selber, was wäre für dich das schlagendste Argument, warum man Vidan hören muss? Oh, das ist eigentlich eine ganze Menge. Ich glaube, ich wiederhole mich. Mhm. Die Sprecher sind großartig. Man nimmt ihnen ihre Rollen ab. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich ihnen halt diese Dialoge gegeben habe. Mhm. Ich merke auch einfach, die Sprecher gehen nach den Aufnahmen sehr zufrieden aus dem Studio. Das ist für mich immer wie ein Schulterschlag. Mhm. Das Sounddesign, da hat man sich unheimlich Mühe gegeben. Die Musik, all das ist, glaube ich, eine sehr, sehr runde Geschichte.
Und wer jetzt nicht befürchtet, vielleicht auch mal einen Albtraum zu bekommen, der sollte wieder anprobieren. Das ist wirklich ein schönes Schlusswort. Oh ja. Ramon, vielen Dank, dass du die Zeit genommen Dankeschön. Hast. Dankeschön. Viel Erfolg mit Vidan und vielleicht ja dann demnächst Vidan Staffel 2. Das wäre ja, ja nicht natürlich. So schlecht, oder? Ganz genau. Ja, das war das Interview mit Ramon Weber. Wir werden zum Ende gleich nochmal hinten raus aus der Sendung einen Trailer nochmal reinspielen von Vidan. Dann könnt ihr gucken. Und wenn ihr irgendwelche Streamingdienste wie Spotify oder sonst was nutzt, dann habt ihr da eh Zugriff drauf auf Vidan. Und für alle anderen werden wir auch nochmal einen Link setzen, dass man die CD sich kaufen kann. Übrigens, ich finde ja ehrlich gesagt, und das sage ich jetzt nicht, weil wir da hin durften, für 10 CDs so in physischer Form, wer das mag, in einer schicken Box, das Ganze für, glaube ich, 16 Euro, wenn ich gesehen habe, finde ich eigentlich einen guten Kurs. So. Das ist wunderschön aufgemacht. Also die Box ist schön aufgemacht. Das Hörspiel selber ist halt auch einfach gut produziert. Toll, also mit hohem Production Value, das merkst du halt richtig. Genau. Kann man einfach super so weghören. Kann man empfehlen und dann erwähnen wir das auch und natürlich habt ihr jetzt die Chance, das abzustauben, indem ihr uns eine E-Mail schickt mit dem Betreff Blackdale. Das ist der Ort, in dem das Ganze spielt in Montana. Bis zum 29. Februar, ist ja auch ein schönes Datum, den gibt es ja nicht so oft, 23.59 Uhr, danach werden wir losen und dann habt ihr die Chance, einmal als Hauptpreis eben dieses Survival-Paket zu gewinnen und dann gibt es noch dreimal die CD-Box mit den 10 CDs von Vidan bei uns zu gewinnen, signiert von Raimon Weber und der hat ja nicht nur die Geschichte geschrieben, Alexa, sondern er hat auch Regie geführt. Ne? Genau, er ist auch der Regisseur des Hörspiels. Hat er ja auch im Interview so ein bisschen drüber erzählt. Und ist einfach ein ganz irrer Typ, der sozusagen Experte für Gruselgeschichten ist. Genau, das also gibt es zu gewinnen. Und wie gesagt, gleich hauen wir auch nochmal den Trailer zu dem Hörspiel raus. Und ich finde, wer die Geschichten von Uxilla mag, wird auch Vidan mögen. Das kann man einfach mal sagen. Aber bevor wir das machen, habe ich jetzt noch eine Sache gefunden. Wir haben nämlich eine Sprachnachricht gekriegt, die ich zweimal vergessen habe reinzumachen. Und da hat mich jemand sehr, sehr traurig angeschrieben, dass wir das nicht gemacht haben. Und das tut mir furchtbar leid. Du weißt, wen ich meine. Das ist nämlich der Elo-Zwerg. Auf Twitter kann man ihn auch finden. Und der hat damals zu unserem Fragen-Special uns einen Audiobeitrag geschickt. Wir haben die Frage im Prinzip beantwortet, aber den Audiobeitrag nicht reingeschnitten, weil ich das einfach verpennt habe. Und dann haben wir es vergessen, weil du ja auch krank warst und es war immer so huddelig alles. Und deshalb gibt es jetzt nochmal den Audiobeitrag vom Elo-Zwerg, den wir euch reinschneiden. Und bei der Gelegenheit können wir dann auch nochmal erwähnen, dass wir Richtung der 250. Folge von Huxilla, die ja auch schon wirklich bald vor der Tür steht, natürlich sehr, sehr gerne von euch Audioschnipsel entgegennehmen. Wir haben auch schon ein paar bekommen. Schickt uns gerne etwas, da schneiden wir rein, damit wir dann auch die 250. Folge feiern können. Und dann gibt es das 10-Jährige zu feiern im Mai und dann nochmal das 10-Jährige mit einem großen Event in Essen. Also dieses Jahr ist quasi Feiern. Komm aus dem Feiern nicht mehr raus. Feiern, genau. Eine Feier nach der nächsten. Und deswegen hören wir jetzt zunächst nochmal den Elo-Zwerg, den Fragen beschäftigt haben, sehr viele. Ja. Ich fand es einfach sehr, sehr witzig, was ihn alles beschäftigt hat und wo er sich befunden hat, als er uns diese Fragen dann zukommen lassen als Sprachnachricht. Danach gibt es nochmal den Trailer zu Vidan zum Reinhören. Aber bevor wir das alles machen, was ich jetzt gerade angekündigt habe, müssen wir natürlich noch auflösen, ob man vom Frisieren ohnmächtig werden kann. Die Auflösung. Also mich hat es ja auch wirklich überrascht, aber die Geschichte, die ich euch erzählt habe, über das, was dieser jungen Frau mit ihrer kleinen Schwester passiert ist und über die Existenz eines medizinischen Zustandes, der wirklich im Englischen Hair Grooming Syncope heißt, habe da die Wahrheit erzählt. Also das gibt es tatsächlich. Und wie schon angedeutet, ist das tatsächlich eine Geschichte, die gerade bei Kindern und jungen Erwachsenen passieren kann, also wirklich im Alter von 5 bis 16. Es ist überdurchschnittlich häufig bei Mädchen eben dieser Zustand zu finden.
Und auch die Symptome sind durchaus typisch eben für dieses, für diese Art Anfall. Es gibt durchaus das Phänomen von Ohnmachtsanfällen bei Kindern. Die können ganz unterschiedliche Ursachen haben. Und diese Ursache, also dieses Hair-Grooming-Syncope-Ding, ist eigentlich eher so bei den situativen Gründen zu finden. Bei den reflexhaften oder bei den Ursachen, die auch was mit Reflexen zu tun haben. Also das ist ein ganz interessantes medizinisches Ding, über das es leider wesentlich mehr englische Artikel gibt als deutsche. Aber wer mag, kann das einfach mal googeln und sich da einlesen. Ist ein bisschen unheimlich, aber durchaus interessant für Leute, die da irgendwie in diese Richtung interessiert sind. Genau, ein, zwei Links setzen wir natürlich auch unter die Episode natürlich wieder. Da könnt ihr dann schon euch einmal einlesen. Ja. Bedanken können wir uns nochmal bei allen denjenigen, die uns unterstützt haben. Vielen Dank auch an alle, die Verständnis dafür hatten, dass so krankheitsbedingt das nicht ganz so rund begonnen hat, das Jahr, wie es gedacht war. Wir sind gerade dabei zu überlegen, dass wir vielleicht es schaffen, im Februar 3 Folgen aufzunehmen oder zu produzieren, damit wir wieder so in unseren Rhythmus reinkommen. Dann gibt es in den ersten 2 Monaten dann doch wieder 4 Folgen Huxilla. Wir wollen es nicht zu sehr versprechen, aber wir probieren das gerne, weil wir so viele Themen haben, die auch so spannend sind, dass wir die gerne unterbringen wollen. Und entlassen euch dann jetzt zunächst nochmal mit dem Elo-Zwerg. Liebe Grüße, ich habe endlich mal dran gedacht. Und danach könnt ihr dann nochmal den Trailer zu Wie dann hören. Und wir hören uns hier ganz bald wieder bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Und euch da draußen alles Gute und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Ja, moin ihr zwei. Ich habe gehört, ihr macht heute ein Hörerspecial und da wollte ich mich natürlich auch ganz gerne mal beteiligen. Das passt auch sehr gut, weil ihr könnt mir vielleicht helfen. Ich befinde mich gerade auf einer Expedition auf der Suche nach der Bundeslade und ich befinde mich hier gerade im dichten Dschungel an einer Weggabelung. Hier ist ein Schild nach links, darauf steht, ich kann es kaum lesen, Spedition Schneiderreit. Spezialisiert auf Bernsteinzimmertransporte und nach rechts Neuschwabenland 1818 Kilometer. Wo muss ich lang? Ich weiß nicht. Also, aber wenn ihr mir auch nicht helfen könnt, dann könnt ihr mir vielleicht einfach sagen, seid ihr selber mal irgendwie irgendwelchen Verschwörungstheorien aufgesessen, beziehungsweise habt an welche geglaubt? Und wenn ja, wie seid ihr davon weggekommen? Weil ihr klärt ja jetzt Gott sei Dank schon seit ein paar Jahren auf und ich verfolge euch auch schon seit Anfang an und ja, wäre mal ganz witzig zu erfahren. Ich suche dann nochmal so ein bisschen weiter und ja, wie gesagt, vielleicht könnt ihr mir einfach mal ein oder zwei Fragen beantworten. Und ja, liebe Grüße und guten Rutsch an euch und die Hörerschaft. Liebe Grüße vom Elo-Zwerg. Bis dann. Ciao. Verdammt, was war das? Oh mein Gott. Mein Gott. Was ist die Chance, Mann? Im Camper sind mir ein paar ähnliche Flecken aufgefallen. Ich habe ihnen zunächst keine Bedeutung zugemessen. Mein Name ist Miles Vidan, stellvertretender Sheriff von Blackdale. Denkst du noch oft an Susan? Immer. Susan. Die arme, arme Susan. Was war es, Sheriff? Kein Mensch. Es war schnell. So unglaublich schnell. Susan rief, lauf, Charlie, lauf, aber... Lauf, Charlie! Ah! Was ist das? Hier unten kommt was auf mich zu! Gib das Signal, auf das sie alle verrecken. D
Der Huxilla-Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen mit Flatter oder als Patron bei Patreon oder über PayPal oder über unsere Amazon-Wishlist. Geht auf unsere Seite, klickt auf die entsprechenden Links und dann findet ihr dort die Informationen. Dankeschön. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.